Hallo, da sind wir wieder mit der Miku. Wir müssen 4 Steine finden. Ähnlich wie eigentlich mit Ray. Da mussten wir 4 Priester fotografieren. Jetzt müssen wir 4 Steine finden. Ein bisschen komisch, dass wir das, dass das so relativ ähnlich ist. Jetzt wollte ich eigentlich was nachgucken. Was war denn das? Ach ja, genau, die Geisterliste. Mal gucken, ob wir hier mehr haben. Ja, den haben wir. Schon lange. Kind im Schnee. Boah, das ist voll unheimlich. Gesperrter Gang. Ein Mädchen, das Schnee liebt. Die Mutter stirbt und sie begräbt sich unter dem Schnee. Projektorfrau. Eine Frau, die ihren Geliebten verlor, als sie zu spät zum Kino kam. Auch unheimlich. Tatami-Dachboden. Schreinzimmer. Rare. Die nach Bau des Hauses zu Opfersäulen wurden. Das ist... auch nicht so schön. Balkenfrau. Seilgang. Eine ehemalige Seilpriesterin, die im Seilgang des Himuro-Hauses angebetet wird. Creepy. Aber 5 haben wir von 33 Fotos. Ich hoffe, wir finden noch mehr. Kreis ist das Verlangsamungsding, ne? Ich glaube schon. Wechsel mal wieder auf einen besseren Film. Und auch mit Miku versuchen wir hier zu lesen. Kurz zumindest. Ja, das kennen wir alles. Weil manchmal packt, je nachdem welchen Charakter man spielt oder in welchem Abschnitt des Spieles man ist, packen die dann doch ein Buch raus. Deswegen werde ich mich hier mal kurz durchklicken. Wie gesagt, nur durchklicken. Okay, da ist nix. Das kennen wir auch schon. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hierzu sagt sie auch nicht. Das ist irgendwie nur Kais Ding. Der kann da was dazu sagen. Aber klar, Kai ist hier auch hier als einziger hochgegangen. Ah, schon wieder gegen das Kabel gekommen. Sorry. Ich muss das mal ein bisschen anders machen. So. Jetzt hau ich mir das Kabel hier noch kaputt. Ich habe mir Miku immer mit einer Hand auf der Brust. Aber gut, sie ist die älteste von allen. Hier, was das Miterleben von diesem Ort betrifft. Okay, hier liegt nichts mehr. Hier lag, glaube ich, immer ein Gegenstand, der jetzt einfach nicht mehr liegt. Und wir kommen da nicht durch. Aber ich weiß, wo wir mit Miku hinkommen. Und ich fürchte mich schon sehr davor. Aber sie ist die einzige, die unten irgendwo langkriechen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir genau das machen müssen. Irgendwo unten langkriechen. Oder in diesen großen Raum zu gehen. Da kann sie auch als einziges nur rein. Sie ist ja die Kleine hier. Sie passt ja überall rein. In jede Ecke. In jede jedes Handschuhfach. In jede Handtasche. Das wollte ich sagen. Companion Girl quasi. Kannst du überall mitnehmen. Einfach in die Hosentasche stecken und wenn du sie brauchst, hol sie aus der Hosentasche raus, die kleine Miku. Mit ihren Strümpfen, die schon etwas Strapsartiges haben, das kann man nicht abstreiten. Wirklich nicht. Aber was sollen wir jetzt tun? Wohin sollen wir jetzt gehen? Zurück, nach vorn, da wo wir hergekommen sind. Ich glaube, es gibt hier mal diese Spots, wo diese Sachen immer wieder auftauchen. Das ist an sich ganz gut, weil wir dann immer wieder Sachen aufsammeln können. Ich kann den Klang eines Schlafliedes von irgendwoher hören. Von hinter der Wand nehme ich mal an, meine Gute. Ja, ist das nicht toll? Wir dürfen da rein, weil wir so klein sind. Na, da freuen wir uns doch, gleich da durchzugehen, oder?
Das wird was ganz Feines. Kurzen Check, weil mir war, wie gesagt, dass hier eigentlich auch immer wieder was ist. Aber ich glaube, das war auch für Kai, der hatte hier, glaube ich, die Kamera... Genau, Kai hatte hier die Kamera Obscura gefunden. Mehr nicht. Na, schade. Mehr ist hier nicht. Wir trippeln hier wieder runter. Ich will nicht. Das ist so unheimlich. Ich meine, ja klar, wir müssen dahin, aber ich will nicht. Bevor ich da jetzt reingehe, ich versuche noch mal kurz was. Ich versuche hier mal außen ranzugehen. Das ist ja wieder eine Puppe, aber es ist nur ein Holzscheit. Ach, jetzt darf sie da durch. Sehr schön. Wir werden uns das gleich angucken, keine Angst. Scheint nichts drin zu sein. Okay. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir beide Krüger uns angeguckt haben. Das heißt, sie kommt hier auch noch wo ganz anders hin. Okay. Lasst uns mal kurz dahinter laufen. Dahinter laufen. Ich glaube, ich werde es ansonsten so machen wie... In der... Bei Project Zero 2 habe ich das, glaube ich, so gemacht, dass wenn ich auf Erkundungstour gehe, dass ich dann einfach, ja, das überspringe, weil ich glaube, wenn ich hier die ganze Zeit einfach nur langlaufe, das interessiert euch jetzt auch nicht und es nichts passiert. Und immer wenn was passiert, dann startet wieder die Aufnahme, beziehungsweise schneidet das dann wieder rein. Und dann können wir uns diese Zwischenlauferei mal sparen. Speichere ich jetzt erstmal. Und dann gehen wir zu der ersten Singstimme zurück. So. Und vor allem, wir gucken jetzt mal, was wir für Gegenstände dabei haben. Das wüsste ich nämlich gerade gerne, ob wir Wichtiges. Wir haben auch die ganzen Filme. Lustigerweise, ich weiß nicht, warum wir sie haben. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben unsere Fähigkeit auf Kreis, dass wir, glaube ich, die Zeit anhalten können. Und die lädt sich immer auf, wenn wir Fotos von Geistern machen. Das darf ich nicht vergessen. Jetzt laufen wir erstmal wieder zurück. Und ich müsste mit ihr ja wirklich auch eigentlich alles auch nochmal absuchen. Allein um die Gegenstände zu finden. Ich weiß, es macht mir das Spiel insofern kaputt, dass ich sehr viel Zeit dafür brauche. Over here. Ja! Folgen wir der Stimme. Unter in der Wand befindet sich eine offene Tür, die unter den Boden führt. Ziemlich schmal. Ob ich mich durchquetschen kann? Ja, kannst du. Klar, hallo. Wenn ich du wäre, dann. Oh, scheiße. Doppelt? Was ist doppelt? Spezialfähigkeit doppelt. Miko Hinasakis Spezialfähigkeit. Effekt lädt Geisterkraft doppelt. Wenn Sie fotografieren und die X-Taste drücken, können Sie die Geisterkraft in zwei Stufen laden. Fotografieren Sie mit der X-Taste. Je größer die Ladung, desto größer ist der Schaden, den Sie bewirken. Steuerung bei Standardeinstellung. Je höher Ihre Stufe, desto schneller Ihre zweite Ladung. Doppelt. Gucken wir gleich mal. Um uns zu beruhigen. Okay. Das ist jetzt einfach nur ihre Spezialfähigkeit, um einen Film nochmal
doppelt so schnell aufzuladen, oder was? Ich höre, dass hier etwas ist. Oh Gott. Das Schlimme ist, wir können hier nicht striven. Also uns seitlich bewegen. Und das wäre mal angebracht. Oh doch, wir können das. Mit der Kamera können wir das machen. Alter, warum stirbst du nicht? Ich hab dich getroffen. Du Olle. Da, ich hab dich getroffen. Das zählt bloß nicht. Ja, deine Augen sind schön rot. Verschwinde jetzt. Ah, jetzt war ich zu spät dran. Ich glaube, ich werde sie mal versuchen, mit Kreis zu verlangsamen. Selbst das funktioniert nicht. Blöd. Hey, man hat hier zu wenig Platz. Ich sterbe, glaube ich, gerade. Verschwinde. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Musste ja jetzt so sein, ne? Nee, ich höre hier was und ich möchte davon gerne ein Foto machen. Ich hoffe, die kommt nicht allzu schnell wieder, die Olle. So, wo ist das denn? Hm. Das ist doof. Wie gesagt, ich höre es nur, ich sehe es aber nicht. Das ärgert mich gerade. Naja, ich versuche mal da durchzugehen und wenn vielleicht ist es ja hier. Oh. Es ist ganz schwach. Hier ist es nicht. Irgendwo hier ist es. Oh. Da. Irgendwie ganz knapp gefunden. Spot war nicht leicht zu sehen. Auch hier ist irgendwas zu sehen. Cool, freut mich, dass wir das gefunden haben. Jetzt können wir aber erstmal hinab.
Und es tut mir echt leid, Miku, dass es dich so erwischt hat. Wegen dieser Eulen. Voll uncool, dass ihr einen überhaupt so erwischt. Zahllose rote gekleidete Strohpuppen wurden mit Holzspießen in die Wand gespießt. Wo sind wir denn hier überhaupt? In irgendeinem Raum. Ich glaube, hier ist tatsächlich einer dieser Steine sogar. Hier geht's dann weiter. Okay. Auf dem von Kerzen beleuchteten Altar liegt ein wunderschöner handflächengroßer Edelstein. Der Stein wurde poliert, bis er glänzt. Im Inneren sehe ich ein hellblaues Leuchten. Hellblauer Stein des Reinen. Auf dem Altar liegt ein Buch. Das sieht man nicht, aber egal. Grünes Buch. Tagebuch. Amane ließ einen Mann in den Schrein. Das Familienoberhaupt ist so wütend. Erwacht die Priesterin, ist die Weisung gebrochen, der Spalt breitet sich aus. Das Familienoberhaupt lehrt die Maiden so hart, dass sie niemals ihre Aufgaben vergessen. Das Familienoberhaupt ordnet an, dass Amane aufgespießt und ihr Bruder aus dem Haus geworfen wird. Wegen der Aufgabe der Maiden und des Kutz des Schreins gab es keine andere Möglichkeit. Es tut mir leid, Amane. Oh, ist das ätzend. Nur um irgend so ein Höllenloch zuzuhalten, das ist doch scheiße. Ich finde das auch nicht cool. Diese ganzen Opferrituale ständig. Oh, so eine. Ja, nein, ist es nicht. Nimm mal, halt mal. Wir laufen mal ein bisschen. Ich muss den Film auf jeden Fall wechseln. Mädel. Nicht mit dir Bekanntschaft zu machen, aber lass mal gut sein. Schon wieder daneben. Na, ah, jetzt ist es daneben. Merd. Nein. Gut, dass sie sich ankündigt, wenn sie das sagt. Bams. Oh, verdammt, ich wusste nicht, dass ich hier einen Nachschuss habe. Komm mir vor wie beim Fußball. Na, wo bist du, meine Funke Marie? Mist. Wenn ihr in die Wand versinkt, sehe ich euch total schlecht. Nimm's mir nicht übel, kleines Mädchen, ja? Ich finde euch eigentlich ganz drollig, aber ihr wurdet eben so erzogen, dass ihr scheiße seid. Böse. Scheiße ist vielleicht ein unfairer Begriff dafür, aber böse. Okay, ja, wenigstens können wir uns hier besser bewegen. Auch wenn es mir hier so nicht gefällt. Wo sind wir hier überhaupt? Wo kommen wir hier raus? Okay.
Hier ist irgendwo etwas. Wo ist es denn? Nicht auf der Seite. Es muss irgendwo hier sein. Ich finde es... Oh, okay, da haben wir es. Ich finde es ein bisschen blöd, die Dinger immer zu suchen, weil man sieht die ganz schlecht. Auf dem Fuß sieht man irgendwas. Nächstes Geist, den nächsten Geist quasi auf der Liste. Und raus. Wir sind hier. Aber wir wollen hier gar nicht sein, oder? Oh, ist das unheimlich. Wen haben die denn hier gehängt? 4, 5, 6. Schön, dass es immer die kleine arme Miko mal sehen muss. Holzfiguren. Das ist dieser Raum, zu dem wir sonst nicht so kamen. Ich will euch nichts. Was ist das denn überhaupt? Eine Kerze brennt auf dem Altar, wo eine Opfergabe auf einem Holzständer und zwei Paar Stechpalmenzweige liegt. Vielleicht wurde das bei einer Zeremonie verwendet. Zeremonieraum. Ja, schauen wir gleich mal rein. Der Zeremonieraum. Vom Dach aus sah ich in einen Raum, in dem heiligen Säcke in Menschenform. Auf dem Boden beim Altar ein großer roter Blutfleck. Welchem Zweck diente dieser Raum? Zum Exekutieren? Zum Rituale vollziehen? Irgend sowas? Irgendwas wollte ich machen, ich hab's vergessen. Achso, ich weiß, was ich machen wollte. Aber das machen wir erstmal Schluss, wenn wir hier hoffentlich bald draußen sind. Oh, ich habe das Schloss geöffnet. Cool. Und nichts wie raus. Aus diesem Haus. Shit! Ich habe die Steuerung leider invertiert. Und sie ist hinter einem. Mir fehlt so ein bisschen das schnell umdrehen. Wow, was hast du da Nadeln in den Händen oder was, meine Liebe? Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt so kriegen. Ja, ich muss so ein Foto machen jetzt von ihr. Jetzt kommen wir leider nicht weit. Ich finde die nicht so schlimm. Die ist nur schwer zu fotografieren, weil wir sie leider nicht verlangsamen können. Die taucht immer dann von irgendwo auf. Jetzt haben wir sie aber. Mit einem guten Film erwischt. Ist ihr egal? Das ist ihr egal! Ach, wahrscheinlich, weil sie den Blitz auch gar nicht sieht. Okay. Das ist dumm, ich habe Dreieck gedrückt, dass nichts passiert. Nein, ma'am, sorry.
diesmal nicht. Nein, sagte ich doch. Hier. Können wir die überhaupt fertig machen? Ich habe das Gefühl, der ist egal, wie oft wir sie fotografieren. Leider nicht mehr gezählt. Am Mist! Und da wandert schon wieder die Kamera. Ja, wenigstens so. Ja, viele Punkte kriegen wir von der leider aber auch nicht. Aber jetzt haben wir sie. Ja, sorry, dass das jetzt so lange ging. Ich beende jetzt die Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Wenn es wieder heißt, Miku im Haus des Schlafes. Bis dahin. Cheerio.